Ja, ja. Am 19. Juni 1964 gab Clutch Nixon, der größte Stuntman der USA, einen Junggesellenabschied für seinen Freund George Rye. Nein. Wochenende dauerte dieser noch kann ich abbrechen. Drei Wochen. Während der Feierlichkeiten lass mal laufen. George, dass Clutch nicht mit einem Flugzeug durch eine nahegelegene Klamm fliegen und dabei alle Hindernisse auf seinem Kurs treffen könne. Clutch Nixon antwortete, halte mein Bier. Auch wenn er so betrunken war, sehr gut, dass er bis zu seinem Tod nie ganz die Kontrolle über seine Blase zurückgewann, schaffte es Clutch, die Wette zu gewinnen, bevor sein Bier warm wurde. Und bis heute sehr gut hat kein Sterblicher die Pisspredigt erfolgreich wiederholen die können. Die Pisspredigt. Ach, sehr schön. Okay, okay. Akzeptieren oder abbrechen? Noch, Mach, komm. Ach, scheiße. Wir sind im Arsch. Vor allem, müssen wir jetzt beide fliegen, oder? Oh ja, wir müssen beide fliegen. Ey, fliegen wir überhaupt? Weil irgendwie, verhetzert. Mit Space beständig. Echt. Okay, das war's schon mal. Ernsthaft? Okay. Du musst durch die Kreise fliegen. Also am Anfang. Ja, ja. Ist schon klar, aber warum ich jetzt gerade gestorben bin, weil. Keine Ahnung. Schon wieder tot. Mhm. Was fliegt euch doch ins Knie, ey. Ernsthaft? Sind die 10 Sekunden schon rum, und du bereust? Okay. Gut. Wie bist du abgehoben? Bitte? Mit Space beschleunigst du. Und dann hochziehen. Ja, du, ich hab das hier komplett alles hier unten belegt. Frag mich nicht, was die Standard-Tastatur ist. Ich kann gar nicht hinsehen. Oh, scheiße. Oh! Okay. Fliegen ist hier krampf, ich weiß. Wie fliegt man in diesem Spiel? Also ich muss jetzt bloß wissen, wie man fliegt. Das stand nämlich nicht dabei. Wenn du jetzt gar nichts machst und einfach stehen bleibst, dann wird die Quest auf jeden Fall fehlschlagen, oder? Ja, mit Sicherheit, ja. Okay, mit Space beschleunigen. Wollt ihr mich verarschen? Ich sag nix. Ich. Okay. Ich hasse es jetzt schon. Offiziell? Ja. Wie kann ich denn hier fliegen? Steuerigen abbremsen, nach rechts, nach links rollen. Ich kann über alles rollen, aber nicht ja, aufsteigen. Ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich hier die Steuerung hier für mich angepasst habe. Ich kann nicht fliegen. Das ist das Problem. Ich kann nicht fliegen. Ich kann dir aber jetzt auch nicht sagen, was hier die standardmäßige Tastatur belegt ist. Oh, weil ich hab alles unbelegt, weißt du?
euch doch ins Knie. Ich habe zum Beispiel Nase hoch, Nase runter machen mit Maus. Indem ich Maus vor und zurück mache. Damit lässt sich hier aber wie sehr fein. Wie denn jetzt? Links rollen nach unten, rollen nach oben, Maschinengewehr, toll! Schießen braucht man doch gar nicht, oder? Oder muss man schießen? Wenn er einen Baum trifft, ach was. Geschichte. Was? Was? Ich bin gerade momentan abgehoben. Ja. Und dann ausgestiegen. Okay. Gut. Wollt ihr nicht alle rollen hier, oder? Warum hebst du jetzt schon ab? Warum? Ja, warum nicht? Du musst doch durch die Eisen fliegen. Nein, komm! Ich verstehe es einfach nicht. Du bist ja vorher schon abgehoben. Ja, ich fliege ein paar Meter und dann hebt er halt. Mit was hebst du ab? Letzten Checkpoint. Mit F, mit E, mit irgendwas? Wie schon gesagt, ich habe Nase hoch, Nase runter. Das mache ich mit der Maus, indem ich halt die Maus nach vorne tue oder nach hinten tue. Das ist schon mal, da kann man super fliegen. Also ich zumindest. Das ist toll für dich. Und rollen? Ja. Wie schon gesagt, ich habe die Tastaturbelegung komplett umgestellt. Weil ich mit dieser Standard da würde ich auch automatisch den nächsten Baum treffen. Ach du Scheiße. Okay, können wir das Spiel löschen irgendwie? Können wir Tetris spielen oder? Warte mal, kommt man hier nicht mit dem raus hier mit dem letzten Checkpoint? Mann? Wenn ich den letzten Checkpoint lade. Was ist der letzte Checkpoint? Ach Gott sei Dank. Wird wahrscheinlich irgendwie besser. Nein! Okay. Ich kann natürlich auch die Mission abbrechen. Warte mal. Oh Gott! Oh. Um Gottes Willen, wir sind am Leben. Und? Ja, wir atmen. Lust auf Klatschnixen? Kann ich dir warte mal. Au. Schade. Ich hab dich gemahnt, Klatschnixen ist der Horror. Okay. Weil hier die Steuerung, auch die Autos, die sind ja teilweise so schwammig alles. Und du schleuderst dauernd, bleibst an jedem Furz hängen und dann... Okay, dann mach mal nichts gut. Mach mal nichts, Willis Huntley. Das war. Obwohl, gleich vor uns. Gleich vor uns. Ach nee, Klatschnix. Da ist ein Prepper versteckt. Die Willis. Achso, Willis Huntley, das wäre. Ja, genau, machen wir das doch gleich. Okay. Wollen wir da hin oder wollen wir. Soll ich Schnellreise zu der Verpackungsanlage? Oder wollen wir da zu Fuß gehen? Sehr gut, mal. Kannst du auch machen. Das ist klatschig. Ist das nervig? Echt, wow. Ja, okay. Es geht schon, wenn man. Aber. Wenn man weiß, wie es geht, ja. Ja. Wenn man weiß, wie es geht, ist wahrscheinlich eine Blinddarm-Operation. Wahrscheinlich ein Klacks, gell? Das machen die entsprechenden Chirurgen wahrscheinlich hier mit kaputten Augen, gell? Aber deswegen heißt das lange nicht, dass ich es kann. Dann wirst du Hilfe machen. Okay, wir müssen runter zu. Okay. Hast du, bist du entsprechend Munition und so? Würde ich nochmal kurz schauen. Das ist für Musik. Gerne. Yep.
Helen. Du bist der neue Deputy? Jo. Jo, okay, hab alles. Ich wurde auch von John gezeichnet. Abfahrt. Wenn sie mich holen kommen, nehme ich sie mit mir in die Hölle. Ja. Was ist das für Musik hier? Achso, wir werden gesehen. Immer skeptisch gegenüber unseren Waffengesetzen. Da kommt alle zwei Sekunden hier. Und tschüss. Da kommt alle zwei Sekunden hier so ein Wagen hier entlang. Okay, können wir den Wagen ja eigentlich gleich nehmen, oder? Ja, klar. Rein da. Wir wollten wohin? Süden, ne? Achso, genau, zu dem Handleger. Mach mal. Okay. Sorry. Schaltet die Karre auch mal in den zweiten Gang oder so? Genau, jetzt wurde ich mal. Ja, ich bin so, ja. Sehr schön so, erster Gang. Geil. Zweiten hier. Ja, wie soll das gehen? Man muss schalten. Seit wann muss man hier schalten? Schaltest du? Okay, raus hier. Ach, der Typ ist es. Oh Gott. Oh nein! Das ist doch dieser FBI-Typ, oder? Bereit, einem Vaterland yeah. zu dienen. Warte, ich mache eine Takedown. Wir müssen noch folgen irgendwie, ich ne? Ich weiß, wer du ja. bist, Deputy. Und ich weiß, was du hier machst. Ich bin Special Agent Willis Huntley. Unser Häuptling lässt Eden's Gate schon eine Weile überwachen. Ich wurde von oberster Stelle geschickt, um mich... Oh. Ich muss dich darüber informieren, was hier wirklich vor sich geht. Mach gut, halt. Also, ich wurde von oberster Stelle geschickt, um mich darum zu kümmern. Leider sagen die präpubertären Eierköpfe in Langley, dass wir in einer Sharing Economy leben. Bevor wir dir helfen können, musst du etwas für uns tun. Es ist wie in einem guten türkischen Dampfbad. Eine Hand wäscht die andere, wenn man so will. Ach, ist ekelhaft. Danke. Oh, shit. Was lernen wir daraus? Nie ins türkische Dampfbad gehen. Wenn wir zuschlagen, schlagen sie härter zurück. John wird versuchen, dich aus der Luft aufzuspüren. Und er wird bewaffnete Konvois auf die Straße schicken, um dich abzufangen. Pass bloß auf dich auf. Kannst du nicht einsteigen? Das ist doch, ich bin im Kofferraum. Ich bin hinten drauf. Achso, okay. Wenn ich das durchhalte. Ich nicht, ne? Ich war im Urlaub und wollte alle Staaten in aufsteigender Reihenfolge ihres Patriotismus besuchen, als der Anruf kam. Der Anruf. Okay, ich bin drauf. Der große Mann persönlich hat mich auf eine Spezialmission geschickt. Hier werden doch auch noch Sitze, ja? Herr im Himmel. Ja, hier kriege ich einen alten Ständer, wenn du verzeihst. Ich muss ein Band sichern, das ihn, wenn es veröffentlicht würde, schlecht dastehen ließe. Ich habe es hierher verfolgt. Zu einem Mitglied aus Josephs glücklicher Familie. Er hat es hier irgendwo versteckt. Und da kommst du ins Spiel. Ich werde unseren Mann herauslocken. Dann kannst du ihn zu seinem Versteck verfolgen und mir dieses Band besorgen. Wenn du das für dein Land tust, dann wird dein Land dein kleines Sektenproblem für dich lösen. Hä? Hey? Wenn die Sekte weniger Zeit mit Mode und mehr Zeit mit Zielübungen verbringen würde, säßen wir... Stimmt das hier, was der hier macht?
Ich habe keine Ahnung. Weil eigentlich sind wir doch hier viel zu früh ausgestiegen, oder? Wir müssen jetzt oben Typen suchen. Schon klar, aber wir sind hier. Schau mal, wir sind hier 100 Meter gefahren mit dem Auto, oder? Und jetzt steigt man raus. Schwachsinn. Ich glaube, wir müssen hier oben hin, gell? Wenn ich es recht in Erinnerung habe. Auf diesem Turm da. Da hinten, okay. Bisschen verbuggt. Manchmal trifft man auch einen Prepper, dessen Verschwörungstheorien genau ins Schwarze treffen. Kann ich nochmal anquatschen oder was? Hallo? Wenn ich jetzt nochmal einsteige, das Auto, kommt der dann Anfall? Nein, der bewegt sich nicht, gell? Nee, die ist schon ein bisschen verbuggt, die Quest. Habe ich das Gefühl. Hä? Oh, geh mal hoch, ja. Hey, da um Weg 3-4 Leute, ja. Kommt der jetzt? Jetzt kommt das 38 Meter. 39 Meter. Hey. Wo latschen der jetzt hin? Das ist ein Posten, okay? Ja, keine Ahnung. Okay, ich hab schon drei. Oh, wow, lauter Sniper. Ja. Okay. Drei gefunden. Jetzt kommt er hier etwas zügiger an. Jetzt kommt er uns nachgelaufen. Mhm. Okay, also. Aber trotzdem. Ich glaube, normalerweise fahren wir ungefähr bis hierher, da wo ich gerade stehe. Also hier deutlich näher ran. Ja, das Dachi ist okay. Oh, Scheiße. Ich glaube, da kann man, glaube ich, durch die Kanalisation hier durch, gell? Wir sind da. Folge mir. Ja, dir folgen. Ich folge dir. Nur genau, du folgst uns, du Vogel. Ich habe einen eigenen Präventerventbunker. Die Adresse lautet Main Street 123 in Anytown, USA. Hobby? Ja, Ich brauche Zugriff auf die Ausrüstung in diesem Turm. Beseitige diese ganzen Weltuntergangs-Hippies für mich. Ja, also den hier vorne könnte ich wegnehmen, ja? Warte mal, ich tue mal gerade mal Uhr. Und ich glaube. Okay, der ist weg. Gut, hier habe ich auch noch einen erwischt. Hier ist auch noch einer erwischt. Die waren alle noch gar nicht markiert hier. Ja. Oh Scheiße, ja, da kommt noch einer. Sehen. Gewetz. Sehr schön. Okay, dann nehme ich den. Könntest du mal aus dem Weg gehen, du Vogel? Oh, ich hab den so schön im Gesicht gehabt und der kommt mit seinem scheiß Hut dazwischen. Penner. Oh, echt. Ich kotze gerade ab, echt. Hm. Einer ist noch da, Achtung. Ja. Ich seh ihn. Spitzenjob, der Beauty. Der geht aber mal voll in die Fresse. Ich hatte den voll im Visier und der rennt mit seinem Hut dazwischen. Oh, echt. Wichser, echt. FBI. Blöder Wichser, echt. Mehr sage ich nicht. FBI. Echt. Federal Büro auf ich kann nix, ey. No. Oh Gott, ey. Das I steht für Inkompetenz. Inkompetenz, genau. Achtung, so ein blöder Pfosten, ey. Ich wiederhole, das Bett ist nass. Wer ist da? Woher hast du diese Frequenz? Ja, dein Bett ist nass. Ist klar. Euer Bunker ist aufgeflogen. So. Ihr müsst schnell da raus. Verdammt, ich bin jetzt. Schicke mir einen Hubschrauber, ich kümmere mich darum. Ihm nach, Deputy. Folge dem Helikopter zu Boyds Haus. Lass das Ziel einsteigen. Dann gelangst du an den richtigen Ort. Vergiss nicht, so ironisch das auch klingen mag. Shit, du sollst niemanden töten, nur überwachen. Okay. Greife das Ziel nicht an, außer du erhältst den Befehl. Da ist der Helikopter, ja.
Wenn du einen Wingsuit hast, kannst du vom Turm springen und ihm folgen. Wenn nicht, gibt es da ein ATV, das du benutzen kannst. Da unten ist irgendwo ein Krat, glaube ich, gell? Haben wir ein... Scheiße. Los, der Beauty, folge ihm! Los, der Beauty, folge ihm! Ja, Ich glaube, das kann man, glaube ich. Oh, Scheiße. Das kann man, glaube ich, ganz gut lösen, indem man dem einfach hinterherfahren, gell? Wo bist du? Ja, ich bin da. Okay, los! Brauchst gar nicht so. Mach ruhig ein bisschen langsamer. Oh, Scheiße. Nicht vergessen, wir müssen noch erfahren, wo ihr das Ding versteckt. Jeder Idiot mit einem Knüppel kann jemanden kalt machen. Der fliegt es. Lass dich nicht sehen. Der fliegt jetzt glaube ich so ein, zwei Punkte an und der darf uns nicht sehen. Also wir müssen jetzt dem glaube ich noch so ein, zwei anderen Punkten hinterherfahren. 40 Meter, okay. So, oder? Oh!